Ich wollte einen Ort, wo ich einfach mal sortieren kann. Aber das ist halt ein Extrem irgendwo. Und du kriegst dich selber in, also ungefiltert extrem doll mit. Howdy, ich bin Mona, ich bin 21 Jahre alt und ich wohne im wunderschönen Worpswede in einem selbstgebauten Tiny House. Schaut's euch gerne an. Das hier ist meine Küche. Die bin ich total stolz, weil sie richtig schön hoch ist, weil ich ja relativ groß bin. Und die sollte so ein bisschen so eine Hobbit-Optik haben. Also die hat hier diese tollen, absolut ursprünglichen Hölzer, auf denen sie gestützt ist. Und die Platte habe ich von einem mega netten Bauern aus dem Garten bekommen. Der hatte die irgendwie einfach so gesaved und wusste selber nicht, was er damit anfangen soll. Und hat mir geschenkt und die ist total schön und lackiert und genau, hier koche ich mega gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Es ist richtig viel Platz. Das hier ist mein Waschbecken. Nachträglich hätte ich definitiv ein größeres genommen. Ich habe auch von vielen gehört, dass sich das total auszahlt. Und da ich einfach voll viel koche und keinen Geschirrspüler habe, stehe ich hier halt mehrmals täglich und ja, passt einfach nicht so mega viel rein. Das überschwemmt ständig alles. Aber auch, es ist irgendwie alles zu handeln, aber es sind einfach so kleine Erfahrungswerte. Und das hier ist irgendwie voll die schöne, also einiges hat hier total die schöne Geschichte oder eine sehr verbindende Geschichte, weil mein Opa mir auch total viel geholfen hat am Wagen und wir einen Monat zusammen irgendwie in seinem Kellerchen gehockt haben, gestrichen, lasiert und gewerkelt haben und zum einen auch eben dieses Gewürzregal zusammen fix gemacht haben. Und wir auch ständig irgendwie zusammen auf Sperrmülljagd waren und da so das ein oder andere Fenster mitgenommen haben. Deshalb sehe ich da irgendwie einfach voll so ein Zusammenwerke mit meinem Opa drin. Das hier ist mein Kühlschrank, der wahrscheinlich überdimensional ist zu meinem eigentlichen Wohnraum. Also der wäre nicht nötig, aber ich kann mich auch nicht beklagen. Also es ist unheimlich viel Stauraum. Allerdings nimmt es natürlich in dem Sinne auch wieder Platz für andere Dinge weg, die hier vielleicht ganz gut untergekommen wären. Aber der ist auf jeden Fall total schön verkleidet und tapeziert mit Fotos und Federn und so. Und ist halt sehr groß. Und darüber ist meine kleine Räucherstäbchenhalterung. Das ist auch total schön. Die sorgt so ein bisschen dafür, dass hier einfach die Luft schön aromatisiert ist. Und ist auch ein schöner Anblick. Also für mich war eigentlich schon in der, ich weiß nicht, Mittelstufe, glaube ich, dass ich unbedingt alternatives Wohnen möchte. Also ich habe Videos gesehen, ich habe eine Freundin gehabt, die auf einem Gemeinschaftshof groß geworden ist. Und mich hat das voll gereizt, weil ich davor gar nichts in diese Richtung kannte. Also dass es irgendwie Möglichkeiten gibt außerhalb, also anders zu wohnen. Und ja, und während der Oberstufe wurde das dann so richtig extrem. Also ich war fast besessen, habe mir die ganzen Videos angeguckt und das schon alles geplant. Ich habe mich richtig doll nach einem Platz gesehen, richtig fernab von allem, um überhaupt erstmal klar zu kommen und zu sortieren, was möchte ich eigentlich in dieser Welt, was möchte ich machen, wer bin ich, so halt alle diese Fragen. Und ja, in absoluter Stille, das hat man hier auf jeden Fall auch. Und mich hat das total gereizt. Also diese ich hatte eine ultra große Sehnsucht einfach nach Ruhe und nach voll gar nichts machen müssen, einfach nur für mich zu sein. Ich baue den Wagen und danach ist alles in Ordnung, ich muss gar nichts mehr machen, ich mache total in meinem Tempo und wollte mir dadurch halt einfach eine riesige Unabhängigkeit verschaffen. Also weil keine Miete in der Form so zu zahlen ist, ist dann das eigene Haus, was man schon hat. Ich habe noch was selber gelernt, ich bringe mir irgendwie ein Handwerk in gewisser Form bei, zumindest so die Basics. Und diese Erfahrung und dann mein eigenes, worin ich möglichst ursprünglich halt wohne, das war so die Vorstellung einfach. Mir den zu bauen. Bei dem ganzen Wagenbau haben mir total tolle Menschen geholfen. Zum einen auch mein Papa und mein Opa. Und mein Papa hat die Tür irgendwann mal auf eBay Kleinanzeigen gefunden und dann haben wir diese abgecycelt
Und die Muscheln, also ich habe die Muscheln noch rangeklebt und das ist so ein bisschen einfach, um den Raum abzutrennen von dem Klo, um das so ein bisschen geschlossener zu halten. Ja, einfach so eine Schiebetür. Und das Klo ist nicht sonderlich groß, aber es reicht völlig aus. Also es gibt eine Trenntoilette, es gibt einen Durchlauferhitzer und es gibt eine Dusche, die aktuell noch nicht funktioniert, aber ich bin dran. Und das liegt zum einen halt daran, dass mein Durchlauferhitzer gerade nicht funktioniert, deswegen kann hier kein warmes Wasser produziert werden. Aber es ist ein altes Weinfass, völlig lackiert, damit das nicht schimmelt. Und hier ist mein kleines süßes Muschelwaschbecken mit auch wieder diesem ultraschönen Wasserhahn. Und so ein bisschen Stauraum einfach da drunter, ein Regalchen, was schon fast einfällt. So Schmuckkrams, Gedöns einfach eigentlich. Das ist mein ganzes Gedöns, was hier drauf liegt. Und ja, es reicht aber völlig aus hier. Also mehr Platz brauche ich nicht im Bad. Das hier ist meine kleine Toilettenlampe. Und ich habe hier so auch im Bad, also eigentlich auch generell im Wagen darauf geachtet, dass ich so ganz viele kleine, süße Schmuckdetails habe und habe hier irgendwie auch so ein bisschen reingekleistert, die Wände so beschmiert mit Farbresten und Muscheln überall so aufgestellt, einfach so kleine Mini-Details, an denen ich mich so ein bisschen erfreuen kann. Und ja, irgendwie war das hier auch alles so ein bisschen so ein Experiment, also sich einfach auszuprobieren und zu gucken, was süß aussehen könnte und was mir gefällt. Eigentlich so die spannendste Erkenntnis bei dem Projekt war, irgendwann festzustellen, als ich es hatte, dass es noch nicht ausreicht. Also ich habe, und dass es doch nicht das Ideal ist, hier drin zu wohnen, dass es doch nicht darum geht, das zu haben und dann ist alles tipptopp. Also ich habe irgendwie auch über eine sehr lange Zeit, halt diese anderthalb Jahre, immer dolle gefüttert, ein Bild gefüttert von einem riesigen Ziel und was ich irgendwie erreichen wollte. Und es ging halt auch hier bei dem Bauen eigentlich immer so in diesen Schritten, dass ich so voll die Denke hatte, okay, wenn das erstmal so weit ist, dann bin ich voll dankbar, dann bin ich total glücklich. Wenn ich so weit bin, dann kann ich mich total zurücklehnen und es genießen. Und dann war er irgendwann fertig und es war nicht das Gefühl, was ich mir am Anfang vorgestellt habe, als ich diesen Tatendrang hatte und so dachte, boah, wenn der fertig ist, dann werde ich es feiern, dann werde ich voll Dankbarkeit strotzen, so. Das kam nicht danach. Also das kam immer mal wieder zwischendurch, aber es gab nicht ein Gefühl, was einen total ausgefüllt hat und dann hat es gereicht. Also dann war ich hier drin. Ich konnte es auch, glaube ich, schätzen auf irgendeine Weise. Aber dann kamen halt andere Sachen natürlich so auf und Mangel oder Mängel. Und man hat hier halt auch wahnsinnig viel Zeit. Also, oder man verbringt hier auch einen großen Teil alleine einfach. Und es ist halt auch mein erstes Zuhause nach dem Elternhaus. Und das halt alleine und so ein bisschen in so einem kleinen Wäldchen und schon irgendwie eigentlich sehr fernab, war auf jeden Fall richtig krass, einfach von den Emotionen her, weil man hier auch total lernt, in diesem ruhigen Leben mal Gefühle und Gedanken richtig da zu haben und die einfach komplett ausgelebt werden von Anfang bis Ende und du nicht die Möglichkeit hast, weil ich jetzt auch nicht so einen Arbeitsalltag habe, der mich jeden Tag irgendwie einnimmt, dass ich hier verdammt lange eigentlich mit mir beschäftigt bin und sehr viel nachdenken kann, was ich ja total wollte. Ich wollte einen Ort, wo ich einfach mal sortieren kann. Aber das ist halt ein Extrem irgendwo. Und du kriegst dich selber ungefiltert extrem doll mit. Hier beginnt so mein Wohnzimmer, also in kleiner Montur. Ich habe auch kein Sofa, aber ich trenne diesen Raum einfach so ein bisschen ab durch einen wunderschönen Samtvorhang. Also wenn ich das Gefühl haben möchte, dass so hier einfach ein Raum ist, dann habe ich immer die Möglichkeit, hier so einfach den Vorhang zu ziehen. Hier steht mein großartiger Ofen, der mich im Winter echt und auch schon im Herbst, Endsommer eigentlich auch schon rettet. Wenn ich morgens eigentlich aufwache, ist es so kalt im Schlafzimmer, dass ich direkt runterstürze und den Ofen erstmal anfeuere.
Und dann geht es auch relativ schnell und es ist einfach wunderschön mitzubekommen, wie alles knistert und so langsam irgendwie wärmer und wärmer und wärmer wird. Also man kriegt einen sehr, sehr krassen Prozess irgendwie mit, von dem man sonst eigentlich immer ausgeht. Man hat ja eigentlich immer eine Grundwärme in seinem Haus. Hier nicht, aber das ist irgendwie auch das Schöne. Hier hinten ist so mein Plätzchen eigentlich der weiche Flauschesessel. Den habe ich auch von meinem tollen Opa und von meiner tollen Oma bekommen. Der gemütlichste Sessel der Welt und man hat hier einen mega schönen Blick nach draußen. Hier sind auch immer Pferde, die hier so längs lang laufen und man schaut einfach raus und sieht direkt das Schönste überhaupt. Bei dem Bau des Wagens habe ich relativ schnell eigentlich gemerkt, dass ich unbedingt ein Schlafzimmer so voll für sich nochmal haben möchte. Also, dass es nicht im großen Raum sein soll, hier unten, sondern so die kleine Schlafkoje, in die man sich so rein verkriecht. Und deswegen haben wir das Dach aufgesägt und die Dachträger sozusagen rausgeflext und haben hier auch eine etwas höhere Raumhöhe. Das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil ich auch relativ groß bin, ist dann hier ein bisschen mehr Platz und den Aufbau einfach geschaffen so. Und dann gibt es hier die Treppe, da kannst du einfach raufklettern. Und bist oben in dem gemütlichsten Schlafzimmer überhaupt. Es ist, glaube ich, nicht sonderlich viel Zeit, die wir haben. Also es ist ja so, der Kreislauf des Menschseins wiederholt sich ja ständig. Es kommen die Nächsten, es kommen die Nächsten, es kommen die Nächsten. Und warum sollte ich nicht einfach genau das in meiner Zeit hier machen können? Völlig kompromisslos. Also natürlich ohne jemand anderem ernsthaft zu schaden, aber einfach für mich, was ich mir wünsche, was ich mir nehme in dieser Welt, was mir gut tut, was ich brauche, kann ich einfach machen. Es ist so eine kurze Zeit und es interessiert niemanden. Du kannst es einfach machen. Ich glaube, wenn du anfängst, irgendwie die Dinge zu machen, die du wirklich fühlst, auf die du richtig Bock hast, erstmal finden sich ja immer Wege, das zu tun und das zu erreichen. Und auch dann entsteht daraus so ein krasser Dominoeffekt, dass du immer mehr irgendwie auf deinen Weg kommst und immer mehr auch die Leute mitnimmst, die das auch fühlen, die das genauso leben. Du baust dir eigentlich komplett neuen, denke ich, auch Freundeskreis in gewisser Weise auf oder ein Netzwerk an Leuten, weil du einfach anfängst, deine Wahrheit zu sprechen und die Leute dir irgendwie, die resonieren damit, die das halt auch fühlen und lebst dann irgendwie in so total in dem, dass du es machen kannst, dass du es einfach verkörpern kannst, ohne Kompromisse. Das ist so eigentlich so einfach irgendwie. Es ist meistens halt überhaupt nicht schwer. Es ist alles in unseren Köpfen drin. Wir müssen es irgendwie einmal aufbrechen und dann ist das ein riesiges Geschenk. Und dann kannst du einfach nur nehmen, nehmen, nehmen und geben, geben, geben und hast eine tolle Zeit einfach. Eine großartige Zeit kannst du, glaube ich, hier haben, wenn du es zulässt. Es liegt halt am Ende des Tages einfach nur voll bei dir. Komplett. Ich finde, man sollte einfach losgehen und warum zögern, warum warten, einfach machen. Aber es ist auch voll in Ordnung, wenn man das gerade noch nicht fühlt. Und wenn man einfach braucht, um sich bei sich zu merken, ich kann es auch voll. Warum nicht? Das dauert manchmal einfach. Und die Oberlichtfenster. Das wäre, wenn es nach mir gegangen wäre, eigentlich überflüssig gewesen, weil ich einfach nur fertig werden wollte ab einem bestimmten Zeitpunkt mit dem Bau des Wagens. Und mein Papa hat mir so doll ans Herz gelegt und meinte, mach es, mach es, mach es, du wirst dich sonst echt ärgern. Jede Lichtquelle, jede erdenkliche Lichtquelle, die du haben könntest, bau sie ein. Und ich bin total dankbar. Also es hat sich bewahrheitet, was er gesagt hat. Und ich habe jetzt dieses schöne einfallende Licht den ganzen Tag über. Es ist schon ganz wichtig. Also ich glaube, beim Bau des Wagens muss man wirklich ganz, ganz doll darauf achten, dass man genug Lichtquellen hat. Es geht, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel um Vertrauen in sich selber und sich das auch zugestehen, dass man die Kraft hat, das zu schaffen. Also man ist einfach so dolle fähig, irgendwie das selbstständig zu erreichen, wenn man das wirklich möchte. Also wenn man überhaupt das richtig keimen lässt, den Wunsch, dann findest du auch Methoden und Werkzeuge, die du dir holen kannst. Sie sind hier überall um uns herum, wenn wir wirklich einfach nur darauf achten und den Fokus total schärfen. Dann gibt es Leute, die gerne helfen. Dann gibt es Plätze, wo du alles herbekommst. Dann gibt es Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also es gibt um uns herum alles. Und ich glaube, wir müssen uns eigentlich nur vertrauen, dass wir auch in der Lage sind, dass uns das auch zusteht und wir das auch schaffen können, wir selbst.
Das hier ist die weltberühmte Schlafkoje. Es gibt ein traumhaftes orientalisches Licht hier drin und eine kleine Leselampe. Und es ist sehr eng und niedrig vom Dach, aber auch wieder total ausreichend. Man liegt hier dann so, hängt hier so ab und liest seine Büchlein oder singt. Und hat total auch schöne Aussichten, weil das natürlich der höchste Punkt des Wagens ist. Und die Sonne geht hier unter. Also ich bin hier direkt auf der Seite, wo die Sonne untergeht. Habe abends traumhaftes Licht hier oben. Und starr dann einfach manchmal echt einfach nur raus, weil es so schön ist. Ich habe von meiner großartigen Tante eigentlich so gut wie alle Vorhänge geschenkt bekommen. Die hat die alle selber genäht. Ich habe die Stoffe ausgesucht und sie hat die dann genäht. Also irgendwie haben sich ganz, ganz viele Menschen hier so auf ihre Weise eingebracht. Und verewigt. Und sieht zum Beispiel mit den Vorhängen. Also im Schlafzimmer ist es eigentlich so von dem Klima relativ konstant. Also im Sommer wird es natürlich ein bisschen wärmer, aber es ist auch total aushaltbar. Da strammelt man halt mal so die Decke weg, aber das ist, glaube ich, auch normal. Also das hat man im Haus ja auch. Und das einzig Störende war jetzt diesen Sommer, dass hier wirklich, auch wenn man denkt, man hat alle Mücken irgendwie rausgebracht, ist irgendwie immer noch eine da, die einen die ganze Nacht so aufhält. Und da hätte ich vielleicht echt, echt gut nochmal Moskitonetze hier vorne so an die Fenster so anbauen können. Aber ja, es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Und im Winter ist es recht kalt hier oben. Also es ist eigentlich gut gedämmt, aber im Winter merke ich schon, dass sich hier irgendwie noch eine gewisse Kälte durchzieht, durch irgendwelche Ritzen hier. Und dann rennt man halt runter an den Ofen und verschafft sich seine Wärme, seine Wärmequelle. Also kurz bevor der Wagen fertig geworden ist, war irgendwie geplant, dass ich eine kleine Reise mache und mit dem Bus so ein bisschen durch Europa düse. Und genau am letzten Tag, als ich hier noch dran gewerkelt habe, also kurz bevor, bevor die Reise losging, bin ich gerade so fertig geworden. Wir sind dann losgefahren und die Reise war so, ich habe total gemerkt in dem Moment, oh, ich würde es eigentlich gerne noch verlängern. Ich wusste aber, dass der Wagen hier auf mich wartet. Ich habe den fertig gehabt. Ich wollte ihn auch irgendwie auskosten. Ich wollte hier drin auch leben. Ich wollte wissen, wie das ist. Aber schon während der Reise habe ich eigentlich gemerkt, boah, eigentlich ist das jetzt dran, dich zu bewegen, zu sehen, es auf dich einprasseln zu lassen, was alles irgendwie um uns herum in der Welt wartet. Und kam dann voller Eindrücke zurück in dieses stille Leben hier, in dieses stillstehende Leben vor allem, einfach hier zu verharren auch irgendwo. Und habe ganz lange hin und her überlegt, was eigentlich mit mir los ist, warum ich das gerade nicht so richtig genießen kann. Und dann hat sich das irgendwie so abgelöst, der Traum des Wagenlebens, mit dem Traum vom mobilen Reisen, also im Bus unterwegs zu sein und richtig zu fahren und zu sehen und zu erleben. Und ja, es hat sich irgendwie, genau, ein Traum mit dem nächsten schon wieder abgelöst. Es ist halt immer dieses ungestillte Sein, ne? Aber irgendwo auch was, glaube ich, zum jugendhaften und jungen Gemüt dazugehört einfach. Der Wagen ist total die innere Reise gewesen, zu überlegen, ob die Ideale eigentlich die wirklichen Ideale sind und auch mutig zu sein und zu gucken, ob ich das über Bord werfe und vielleicht was anderes mache. Und den Leuten, die das alle vorprognostiziert haben, die gesagt haben, ah, du wohnst hier eh nicht lange, sich hinzustellen und zu sagen, scheiße, ja, ich wohne hier eh nicht lange und ist aber okay. Voll okay, ich habe hier meine Erfahrungen und ich habe so einen Schatz an irgendwie für mich Learning und kann damit jetzt irgendwie einfach weitergehen. Das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung.